So. Ich glaube nicht, dass es so weit zurückgeht. Um ehrlich zu sein, kann ich eigentlich springen? Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich sollte da nicht runterspringen. Wir sind hier nicht Duke Nukem. Oder Altair. Oder sonstige Actionhelden. Wir sind, tja, wir sind wer? Oswald? Oder wie nannte uns der andere? Mundus oder so? Alleine in der Bar. Tja, und nu? Kinder? Wo muss es doch weitergehen? Oder habe ich irgendwas Offensichtliches verpasst? Innerhalb dieses Geheimraumes. Schau nochmal nach. Ich meine, hier ist nichts. Und ich hoffe, ihr wollt mir nicht erzählen, dass ich das Rad einfach wieder zurückdrehen muss nochmal, nachdem ich es einmal runtergedreht habe. Das wäre mehr als ärgerlich. Nee, da lässt sich gar nichts mehr drehen. Oder muss ich hier irgendwo drunter kriechen? Berühren kann ich nichts. Oh Mann. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man wieder ins Haus zurück muss. Jedenfalls nicht, dass irgendwas Neues passiert. Beziehungsweise, naja, es ist ja was Neues passiert, ne? Diese Tür, die wir vorhin versucht haben zu öffnen, da war erst nichts. Und als wir es diesmal probiert haben, gab es ein lautes Gerüttel. Hier eigentlich. Nee. Ich dachte, das wäre vielleicht so eine Art. Okay, ein bisschen im Gebüsch hier rumschauen. Bringt uns auch nicht weiter. Also entweder habe ich vorhin nicht gut genug versucht, die Tür da hinten zu öffnen. Und deswegen wurde es beim ersten Mal nicht ausgelöst. Oder es ist wirklich einfach nur jetzt, nachdem wir. Sowas ärgert mich. Ich erinnere mich aber, dass es in Amnesia 1 auch so ein, zwei Stellen gab, wo mir genau das gleiche passiert ist. Dass man einfach sinnlos in der Gegend umherläuft, total orientierungslos, ohne zu wissen, was der nächste Schritt ist. Ich meine, wir haben da unten ein Ventil gedreht, um den Druck zu reduzieren, was auch immer das heißt. Wenn man jetzt wenigstens hier irgendwas wüsste, weiter oben, was mit Druck zu tun hätte. Ich erinnere mich aber an nichts dergleichen, wo uns der Ausgang versperrt gewesen wäre oder so, weil nicht genügend Druck vorherrscht hätte. Grafik übrigens, muss ich sagen, ist soweit okay. Sieht nicht so viel besser aus als Amnesia of the Dark Descent, glaube ich. Vielleicht ein bisschen mehr Details und so. Ich meine, der Raum hier wäre wahrscheinlich schon so das Maximum an Details für den ersten Teil. Das ist auch ganz nett. Aber. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Lampe hier irgendwelche dynamischen Schatten werfen würde an Gegenständen, wie das in einigen anderen Spielen der Fall ist. Ich glaube, das ist die gleiche Engine wie der erste Teil. Also was ich auf keinen Fall machen will, ist da den ganzen Weg zurücklaufen auf dem Dachboden oder so. Jedenfalls nicht ohne einen stichhaltigen Anhaltspunkt.
Blöb. Ja, okay. Weil ich ungern da oben auf dem Dachboden wieder rumkriechen würde und sonst was, ohne zu wissen, warum. Wisst ihr, wenn es jetzt geheißen hätte, okay, da oben ist diese eine große dampfbetriebene Tür, die sich nicht öffnen ließ. Was knarrt hier, bin ich das? Okay, ich glaube, ich war das. Dann wäre das ja was anderes, aber. Hier habe ich doch vorhin auch schon nachgeguckt, oder? Wieder ins Bad rein. Wer hätte es gedacht, hier hat sich nichts geändert. Warum renne ich nicht die ganze Zeit? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh Mann, ich vielleicht irgendwas anderes übersehen. Irgendein Giant Anteater. Hippopotamus. Übrigens, glaube ich, eines der gefährlichsten Landlebendtiere, die man kennt. In Afrika, die meisten Leute krepieren, glaube ich, wegen Angriffen von wütenden Nilpferden. Ist das Spiel wirklich so im Leerlauf gerade, dass ich über sowas erzählen muss? Ich habe auch wirklich nichts übersehen. Ach, Kinder. Es sieht doch so nach Fortschritt hier aus. Aber hier ist nichts. Keine Tür, keine Dings, um das zu öffnen. Werkzeug kann ich nicht nehmen. Führt das da irgendwo? Ne, das führt auch einfach nur in eine Wand. Ich hoffe mal so, dass das Spiel nicht irgendwie kaputt ist, dass ich das da hätte eigentlich öffnen müssen. Aber das glaube ich mal nicht. Also so ein Glitch würde anders aussehen, behaupte ich mal. Man kann sich natürlich nie sicher sein, aber laufen, 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 laufen. Tja, ne? So, die Tür hat vorhin Lärm gemacht. Irgendwie die Lampen oder so als geheime Hebel, um das in Bewegung zu setzen. Nüscht, nüscht, nüscht. Jetzt laufen wir hier einmal quer über den Tisch. Nehmen wir die hintere Tür. Ich meine, so langsam kennen wir uns auch aus. Unseren Kumpel können wir auch nicht anrufen und sagen, dass wir irgendwas gemacht hätten. Ich bin kurz davor, durchzudrehen. Nein. Okay, wir gehen doch mal nach da oben, da wo er uns gesagt hat, so lernst du zu laufen. Ich fuhr eigentlich wirklich die ganze Strecke wieder zurückgerannt, weil ich dachte, dass es hier nicht weitergeht. Ich weiß, es ist unglaublich spannend, dem zuzusehen. Ich glaube fast, ich werde das gleich mal vorspulen. Weil, was kann ich sein? Okay, wir beschleunigen die ganze Sache mal. Und go. Okay, Leute. Ich sollte natürlich ein bisschen natürlich auf die Hinweise achten, die einem das Spiel gibt. Und zwar dieses eine Dokument, oder war es im Tagebuch? Da stand sogar etwas davon, dass sich unsere Frau gewundert hat, wie wir so schnell vom Trophäenzimmer, das ist wohl dieses hier, so schnell ins Gästebadezimmer gekommen sind. Das lässt vermuten, rein theoretisch, dass es hier einen weiteren Geheimgang gibt.
Okay, das wird jetzt kein Rätsel sein, dass man hier alle Kugeln versenken muss. Davon gehe ich mal nicht aus. Ich meine, vielleicht gibt es ja ein Achievement. Für Spieler, denen so langweilig ist, dass sie so einen Bullshit machen. Are you fucking kidding me? Ey, okay. Unsere Spur von vorhin war schon ganz richtig, glaube ich. Nur, dass man nicht im Trophäenraum nach einem Geheimraum Richtung Gästezimmer sucht, sondern man sucht im Gästezimmer einen Geheimgang. Und zwar den hier. Aha. Okay. Und tada!